Ich lade Sie herzlich ein zur Bibelausstellung Bibeln aus 5 Jahrhunderten hier in der Schatzkammer im Barockhaus, die noch bis zum 31. Juli hier zu sehen ist. Hier in der Schatzkammer der Oberlausitzischen Bibliothek der Wissenschaften sind zurzeit 22 historische Bibeln ausgestellt. Die Spannweite reicht dabei vom 13. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert, also rund 500 Jahre Bibeldruckgeschichte wird hier präsentiert. Die ältesten Stücke befinden sich hier hinter mir in der Vitrine. Es sind zum einen ein Fragment einer Bibel, ein Pergamenteinband, der sozusagen recycelt wurde und für einen moderneren Einband verwendet wurde. Es ist ein Stück aus dem ersten Buch Mose und wird in das 14. Jahrhundert datiert. Des Weiteren haben wir das älteste Stück der Oberlausitzischen Bibliothek der Wissenschaften, eine sogenannte Inkunabel, ein früher Druck, angefertigt von einem Gutenberg-Schüler im Jahr 1466, und es ist eine zweibändige Bibelausgabe, die mit Hand koloriert wurde, wie man hier sieht, und doch recht prachtvoll daherkommt. Ein ganz besonderes Ausstellungsstück ist die sogenannte Skarina-Bibel. Sie wurde erst vor 20 Jahren bei uns gewissermaßen im Hause entdeckt. Es handelt sich dabei um einen Druck in einer slawischen Sprache, nämlich im Altkirchenslawisch, und wir hatten im Jahr 2003 diese Bibel zu einer Ausstellung als Leihgabe gegeben, und wie es so ist, da kam ein Fachmann des Wegs und sagte uns, das ist aber kein Russisch, was hier zu sehen ist, wie im Text dargestellt, sondern das ist Altkirchenslawisch. Und damit war eine kleine Sensation geboren, denn es ist die einzige Bibel von Franziskus Skarina, die sich in einer deutschen Bibliothek befindet. Im 16. Jahrhundert wurden neben diesen Bibeln natürlich auch viele Texte in den Volkssprachen dann übersetzt. Wir haben hier ein sehr schönes Beispiel aus Italien, was also sehr früh datiert, 1517, wird also die Bibel nach und nach in die unterschiedlichsten Volkssprachen übersetzt. Bekanntestes Stück ist natürlich sicherlich die Bibel von Martin Luther, 1534 in Wittenberg bei Hans Luft gedruckt, und wir haben davon eines der wohl weltweit nur noch 60 Exemplare davon existierend hier ausgestellt. Im Zeitalter der Renaissance, also im 16. Jahrhundert, gab es sehr viele Übersetzungen dann in unterschiedlichste Volkssprachen. Wir haben hier eine Bibel, die sogenannte Kralitzer Bibel der böhmischen Brüder aus dem 16. Jahrhundert, die also für die tschechischsprachigen Protestanten sehr wichtig war, sowie eine Danziger Bibel, die von den polnischen Protestanten benutzt wurde und auch sozusagen das Standardwerk für die protestantische Kirche in Polen wurde. Aber ganz besonders wichtig, auch für unsere Region natürlich, ist die erste Bibel in obersorbischer Sprache, nämlich in einem um Bautzen herum gesprochenen Dialekt. Sie sehen sie hier, es ist aus dem Jahr 1728. 11 Jahre lang wurde an dieser Bibel gearbeitet. Zahlreiche evangelische Pfarrer hatten sich da in einer Arbeitsgruppe, würde man heute sagen, zusammengeschlossen und die Heilige Schrift in die Sprache der Sorben übersetzt. Es ist also die erste, die hier in der Oberlausitz gedruckt wurde, in Bautzen. Die Bibeln für die katholischen Gläubigen erschienen erst im 19. Jahrhundert. Im oberen Teil sehen Sie eine Ausgabe in französischer Sprache. Gerade die reformierte Kirche, so die sogenannten Calvinisten, hatten auch eine eigene Bibelausgabe herausgegeben. Und hier haben Sie ein Beispiel für eine solche in französischer Sprache. Hinter mir, die einzige, die nicht aufgeschlagen ist, ist eine hebräische Bibel, und zwar von Elias Hutter, der stammte aus Hoyerswerda, ging in die weite Welt hinaus zum Studieren und hatte dann in Hamburg eine eigene Druckerei aufgebaut, in der hebräische Bibeln, also in der Ursprache der Bibel, gewissermaßen herausgegeben hatte. Das Besondere daran ist der Einband. An dieser Bibel erkennen wir, dass es also ein Görlitzer Gelehrter oder ein Görlitzer Pfarrer war, der sich diese Bibel eingebunden hat, denn er hat hier mittendrin das Görlitzer Stadtwappen abgebildet auf diesem wunderschönen Ledereinband. Und nicht zuletzt eine Bibel in 5 Sprachen übertragen, das sind die sogenannten Polyglotten.
Man hat also versucht, die Urtexte der Bibel parallel nebeneinander zu drucken, um eine schnelle Vergleichbarkeit der Bibeln herzustellen. Und hier ist dafür auch ein Beispiel, nämlich eine fünffache Bibel, wie es so schön heißt, also in fünf Sprachen gedruckt, die also den Vergleich der historischen Texte schneller ermöglichte. Ein Besuch unserer Bibliothek lohnt sich natürlich in jedem Fall. Nicht nur die Bibelausstellung hier in der Schatzkammer ist sehenswert, sondern natürlich auch die beiden historischen Bibliotheken. Zum einen haben wir da die Görlitzer Stadt- und Gymnasialbibliothek, eine im Jahr 1727 gegründete Bibliothek, die auch ältere Wurzeln hat, die nämlich auf eine Sammlung eines Privatsammlers zurückgeht, Johann Gottlieb Mielich, der aus Schweidnitz stammte und seine Bibliothek der Stadt Görlitz übereignete testamentarisch. Die zweite Wurzel, aus der sich unsere Ausstellung speist, ist die Bibliothek der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften, eine Gelehrtenvereinigung, die im Jahr 1779 gegründet wurde und es sich zur Aufgabe gemacht hatte, eine allgemeine wissenschaftliche Topographie der Oberlausitz zu schreiben. Dazu gehört natürlich auch Sprachforschung und deshalb sind wir auch sehr reich ausgestattet, vor allen Dingen mit slawischer Literatur, im ganz Speziellen dem Sorbischen natürlich. Und es lohnt sich natürlich auch, einen Blick in den historischen Büchersaal zu werfen, denn er zählt zu den schönsten Bibliothekssälen in ganz Deutschland.